Servus zusammen. Wir haben von der Firma Hagen wieder ein Paket zugeschickt gekriegt und da waren Thermometer drin. Und heute werden wir die ganzen Thermometer mal vergleichen und ich erzähle euch die ganzen Vor- und Nachteile von den ganzen. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Anfangsthema: Mimarina LCD Digital Thermometer. Das ist ein Thermometer zum Aufkleben, das schaut so aus. Da müsst ihr ganz aufpassen, weil beim Aufmachen, beim Rausnehmen vorsichtig sein, weil da sind Kristalle drinnen und durch die Kristalle seht ihr dann auch die Temperatur, wo sie umgeht. Ich hoffe, man sieht das. Der grüne zum Beispiel zeigt die Temperatur an, das sind bei uns im Haus 24 Grad. Und so können Sie das Ganze auch am Aquarium perfekt ablesen. Die Temperatur wird angezeigt von 19 bis 30 Grad und es wird außen an die Scheibe gemacht. Und was noch vorteilhaft ist, es ist wieder abnehmbar. Das Ganze ist 13 x 2 cm, wen das interessiert. Dann gehen wir weiter zum nächsten, das ist wieder was von der Firma Marina, und zwar ein Schwimmthermometer. Kennt sicher jeder, hat wahrscheinlich auch jeder in seinem Aquarium drinnen. Bei dem zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht, es ist halt sehr empfindlich, das heißt, wenn euch das beim Putzen mal runterfällt, ist es kaputt. Und, wie ich schon in meinen anderen Videos immer erzähle, bei dem Saugnapf kann es halt sein, dass ihr nach einem halben Jahr oder Jahr mal einen neuen braucht, weil der nicht mehr so gut hebt, weil er durchs Wasser eben hart wird und somit dann nur im Aquarium rumschwimmt. Den nehmen wir zum Beispiel her bei unserer Krampfischzucht. Falls das Video jemand interessiert, verlinke ich euch unten und hinten. Sehr interessant. Dann kommen wir zu den nobleren Sachen. Und zwar gibt es von Fluval ein Digitalthermometer. Das schaut so aus. Die haben zwei verschiedene und das ist eins davon. Das ist wasserdicht. Wie man schon sieht, das wird innen angebracht. Misst extrem präzise und wie man es schon erkennt, hat er extrem großes LCD-Display. Und natürlich sind die Batterien dabei. Das werden wir in unser neues Meerwasserbecken tun. Falls das Video jemand interessiert, verlinke ich euch auch hinten. Ah ja, und ist natürlich alles Süßwasser und Salzwasser geeignet. Das darf ich ja nicht vergessen, weil das ist ja auch immer interessant. Von Fluval das zweite, das ist ein 2-in-1 Thermometer. Mein persönlicher Favorite. Und zwar schaut das Ganze so aus. Wie ihr schon seht, das hat oben und unten eine Temperaturanzeige. Und zwar ist das einmal für die Wassertemperatur und einmal für die Raumtemperatur. Finde ich richtig cool. So kann man gleichzeitig alles überprüfen, wenn es interessiert. Uns interessiert es natürlich wegen Terrarien und so weiter, wie viel wir auch im Raum haben. Und natürlich im Winter ist es auch interessant. Weil somit könnt ihr auch entscheiden, ob ihr dann eben einen Heizstab braucht, ja oder nein. Natürlich ist das Ganze kabellos. Das wird außen ans Aquarium angeklebt. Hat ein extrem großes LED-Display. Und man kann das Ganze in Fahrenheit und in Celsius anzeigen, also normal Grad wie bei uns. Und, immer und, ja, ist klar, aber es sind natürlich Batterien wieder mit dabei. Wir packen den einmal aus, weil den mache ich in unser zweites Bauchbecken, dass ihr mal seht, wie sowas ausschaut. Wir haben das Ganze jetzt schon über ein Jahr bei uns am Becken und darum kann ich da auch so viel schwärmen. Es ist wirklich sehr genau und wir vertrauen auf das und es schaut einfach cool aus. So, von hinten schaut es so aus, seht ihr schon die zwei Klebestellen, mit denen befestigt sich das Ganze und der Sensor hinten, der nimmt die Temperaturen dann ab vom Aquarium. Da innen drin, ich muss das immer ein bisschen schief heben, da innen drin könnt ihr einstellen Fahrenheit oder Grad und da ist die kleine Batterie drinnen.
reinfummeln mit den Fingern und schon funktioniert das Ganze. Bei uns hat es 25 Grad und der Sensor hat 24,9. Also seht ihr, es ist wirklich sehr genau. Deckel zu und es schaut wieder edel aus. Und das Coole ist, die haben natürlich mitgedacht, ihr braucht es dann nicht vom Aquarium runtermachen zum Batterie tauschen, sondern eben bloß unten aufschieben, Batterie tauschen und wieder zuschieben. Und jetzt zeige ich euch noch was ganz Spezielles. Und jetzt geht es um den Marina Aquaminder. Der ist für jemanden, der gerne ein paar Sachen vergisst, weil das nämlich ein programmierbarer programmierbare Erinnerungsanlage ist. Der hat einen Alarm drinnen und mit dem Alarm zeigt euch zum Beispiel an, ob die Temperatur zu hoch oder die Temperatur zu niedrig ist. Natürlich müsst ihr jetzt zuerst einstellen, was ihr da gern hättet. Danach zeigt es euch an den Zeitplan für einen Wasserwechsel. Zum Beispiel, wenn ihr die Filterung machen müsst oder einen Systemcheck machen müsst. Aber natürlich auch, wann ihr den Wasserwechsel machen solltet. Ihr könnt einstellen, Datum und Uhrzeit braucht ihr natürlich, damit ihr weiß, in wie vielen Tagen ihr den Check machen wollt oder das Wasser wechseln wollt. Ihr könnt einstellen, Fahrenheit oder Grad Celsius wieder. Und den Alarm erkennt ihr, aufgepasst, durch ein Blinken, und zwar da oben blinkt das Licht, und durch ein Piepsen. Wir packen das Ganze jetzt mal aus und schauen uns das mal an, wie leicht es zum Bedienen geht. Und ich erkläre euch, wie das funktioniert. Ich probiere es zumindest, sagen wir mal so. Natürlich ist die Batterie wieder mit dabei. Dann habt ihr dabei ein Klettverschlussband, um das Ganze am Aquarium zu fixieren und dass ihr es wieder wegmachen müsst, weil da ist die Batterie zum Beispiel hinten drinnen. Da ist der Sicherheitsverschluss, damit das Ganze geht dann. Ich ziehe das mal raus. Und schon läuft er. Dann habt ihr dabei den Sensor, der ins Aquarium reinkommt. Wenn ihr ihn findet, dass er euch zeigen kann. Der schaut so aus. So. Und einen Saugnapf, damit das Ganze befestigt ist und nicht im Aquarium so rumschwimmt. Ich sehe gerade, da vorne drauf ist noch eine Schutzfolie. Die muss ich abziehen, weil sonst sehen wir alles doppelt und dreifach. So. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt richtig erklären. Ich muss da ein bisschen was rüberkommen. Da seht ihr das Datum, die Uhrzeit, wie viel Grad es hat. Danach, ich mache das einfach anders, ich erkläre es euch so und dann kann ich es da besser mitlesen. Dann das nächste ist die maximale Temperatur, wann der Alarm losgehen soll. Danach kommt die Mindesttemperatur, wann natürlich der Alarm losgehen soll. Dann, wann ihr einen Wasserwechsel machen müsst, 10% zum Beispiel. Da steht dann daneben in einer Woche oder in zwei oder wie ihr das einstellt. Danach, wann ihr die Filterwartung machen müsst. Auch wieder wann, das heißt einmal im Monat oder zweimal im Monat oder jedes dritte Monat. Und dann den Systemcheck. Das heißt einfach mal 6 Monate machen wir sowieso einmal im Jahr. Alles mal durchchecken, ob alles noch passt. Mal die ganzen Räder reinigen und die ganzen Leitungen sauber machen. Und somit macht ihr dann den Systemcheck. Einstellen könnt ihr das Ganze über diese Bedienteile da. Einmal rauf scrollen und runter scrollen. Das geht natürlich nur, wenn ihr ins Menü geht. Und das Menü geht über diese Taste, wenn ihr die 5 Sekunden lang haltet. Dann müsst ihr als erstes, ich muss da lesen, weil ich sehe das auch zum ersten Mal, die maximale Temperatur einstellen und den Alarm. Jetzt bin ich wieder rausgegangen, weil ich natürlich wieder auf die 4 gedrückt habe, auf die Menütaste. Und so könnt ihr dann einstellen, bei wie viel Grad das Ganze euren Alarm abgeben soll. Wir machen jetzt da mal zum Beispiel bei unseren Barschen, machen wir es bei 28 Grad. Das ist dann
der Alarm wo anfängt zum Piepsen. Dann könnt ihr mit dieser Taste, die daneben ist, weitergehen zum nächsten. Ja, da könnt ihr umstellen, Fahrenheit oder Grad Celsius, Siegegrad. Wir wollen natürlich Grad haben. Und dann seht ihr das auf der Seite, ich hoffe, das sieht man, wo der Pfeil ist, sieht man das, wie das runterscrollt, könnt ihr zum nächsten Punkt gehen, das einstellen. Temperatur haben wir schon eingestellt, schauen wir uns mal an, wie das mit dem Wasserwechsel funktioniert. Da müsst ihr wieder diese Taste lang drücken und kommt in das Menü. Da steht jetzt dann eine Woche. Und dann könnt ihr einstellen, wie oft ihr das machen wollt. Alle 2 Wochen, alle 3 Wochen oder alle 4 Wochen. Wir machen das jetzt mal alle 2 Wochen und bestätigen das Ganze wieder. Und somit könnt ihr das Ganze wirklich ganz einfach einstellen und so wie ihr das gern hättet. Ich schaue jetzt mal, wie man noch schnell die Uhrzeit einstellt. Das geht genauso. Einfach nach oben hin scrollen und wieder lang draufbleiben auf der Menütaste. Und dann könnt ihr natürlich auch das Datum und die Uhrzeit einstellen. Es ist wirklich sehr einfach bedienbar. Ich gehe da wieder raus, dass ich was Falsches einstelle. Es ist sehr einfach bedienbar. Und für jeden, der vergesslich ist oder sich das nicht gern merken will oder nur eine Erinnerung braucht, weil er zum Beispiel, so wie mir, einige Becken daheim hat, für den ist das perfekt. Der zeigt mir es an, erinnert ihn daran und somit seid ihr immer auf der safen Seite. Also meine Favorites sind diese 3, 4. Wer zählen kann, ist kleinen Vorteil, 4 Stück. Das kommt auf jeden Fall, wie ich schon erwähnt habe, in unser Meerwasserbecken. Das kommt jetzt an unser zweites Bauschbecken. Und die verwenden wir sowieso bei unseren Krampffischen oder wenn es ein bisschen dezenter sein soll. Ich stehe auch so ein bisschen auf Elektronik, deswegen ist mir das jetzt eher egal. Das kommt für uns jetzt eher nicht in Frage, weil wir erstens unseren Rhythmus drinnen haben. Wir wechseln immer jede Woche, schon seit Jahren, die gleichen Becken. Und somit haben wir uns schon den Rhythmus aufgebaut. Deswegen ist es für uns jetzt eher uninteressant, aber für jeden anderen eine sehr hilfreiche Sache. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können, was es da so alles gibt. Ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Wenn ja, liken, teilen, abonnieren, Instagram nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.